Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich mich wieder der richtigen Mathematik zuwenden und euch erzählen, was spitze Winkel sind, stumpfe Winkel, wie man diese berechnet, ja, anhand des Geodreiecks und einige Tricks verraten. Naja, möchte ich einfach mal loslegen. Wir haben jetzt hier erstmal einen Winkel, also ich habe jetzt hier drei aufgezeichnet und wir wenden uns jetzt erstmal dem ersten zu und wir sehen ja, es sind eigentlich immer ein rechter Winkel, sieht man ja eigentlich. Aber ich möchte jetzt einfach mal sehen, von grundlegendem Anfang euch informieren und vermitteln, wie das von Anfang an mathematisch geht und korrekterweise mit dem Geodreieck und nicht so Pi mal Daumen schätzen. Vielleicht sind es ja auch 95 Grad oder irgend noch eine verdrehte Zahl. Wir messen das also mit dem Geodreieck und nicht schätzen. Erst einmal müssen wir uns klar machen, welchen Winkel wir überhaupt messen müssen. Also hier zum Beispiel gibt es zwei Winkel, einmal hier den außenrum, habe ich so ein bisschen fein eingezeichnet, und einmal den rechten Winkel hier. Den habe ich jetzt hier mal A genannt, also griechisch heißt ja Gamma, glaube ich, oder so. Also man kann das griechisch, man verwendet das griechische Alphabet, um hier Winkel kennzuzeichnen. Das mussten wir auswendig lernen, aber ich denke, viele von euch können das nicht. Ist ja auch egal, man kann es auch A oder so nennen. Ja, also fangen wir jetzt einfach mal gleich an, diesen Winkel hier zu messen. So, ich habe jetzt hier einfach mal meinen Standort gewechselt, dass man das besser sehen kann vom Licht her, denn das Geodreieck, das reflektiert dann immer so das Licht. Also, wir nehmen jetzt hier einfach unser Geodreieck und legen das an der Grundlinie an. Ja, die Grundlinie, was ist das überhaupt? Natürlich müssen wir das auch bestimmen. Ich nehme mal alles, was man zur Messung wichtig braucht, mache ich mit grün, also dass man das besser deutlich erkennen kann. Ich nenne die Grundlinie jetzt einfach mal hier G, Grundgerade oder so, und an dieser legt man es an. Man kann natürlich auch die andere nehmen. Ich lege jetzt mal das fest, da es einfach einfacher erscheint, wenn man richtig schön drauf gucken kann und nicht den Kopf verdrehen muss. Also, ich lege jetzt hier einfach mal meinen Geodreieck an der Grundlinie und ja. So, wie ich schon gesagt habe, ich es angelegt. Eine Sache ist natürlich noch ganz wichtig. Wir haben hier auf unserem Geodreieck eine 0 und diese muss genau am Scheitel des Winkels angelegt sein. Der Scheitel ist da, wo sich die zwei Geraden schneiden. Hier ist also der Scheitel. So. Nur mal so, dass man da halt keine Fehler macht. Also wir nehmen jetzt hier nochmal unser Geodreieck und legen das hier an unserem Scheitel an und auf der Grundlinie. So. Und jetzt sehen wir hier unseren Bleistiftstrich. Also den sehen wir noch durch das durchsichtige, durchlässige Geodreieck hindurch und sehen, dass unser Strich auf der 90er-Linie entlang geht. In der Kamera sieht das man nicht so gut, da die Lichtverhältnisse hier nicht so perfekt sind und die Kamera halt klein ist. Aber mit menschlichen Augen sieht man das eigentlich. Ja, also es ist eine 90er hier, 90 Grad Linie und wir sehen rechter Winkel. Also 90 Grad ist immer rechter Winkel, schreibe ich auch einfach mal gleich drunter. Ja, also unser Winkel A, oder ja, wie man das nennt, ist 90 Grad. Und das sind dann halt auch der rechte Winkel. So, noch ein Thema ist jetzt natürlich, jeder Lehrer fragt das einmal, wie groß ist der Winkel, dieser Winkel hier? Ich nenne ihn jetzt mal G oder Gamma. Ja, wie groß ist der? Gehen wir da einfach auch mal ganz einfach ran. Wir sehen, wissen, dass ein Kreis 360 Grad hat, also dass A plus Gamma gleich 360 Grad sind. So, ja. Jetzt kann eigentlich sich schon jedes Zweitklässlerkind sicher das Gamma durch 90 ersetzen, also 90 Grad plus G gleich 360 Grad. Grad kann man gleich weglassen. Wir müssen einfach nur 360 minus 90 subtrahieren. Ja, das sind 270 und also hat unser G, unser Gamma, gleich 270 Grad.
wie wir das dann auch komplizierter ausrechnen, also hier mit dem Geodreieck das ausrechnen, möchte ich in einem anderen Beispiel zeigen. So, jetzt habe ich hier noch zwei weitere Winkel, die berechnen wir auch einfach mal. Ich lege also mein Geodreieck an meine bestimmte Grundseite an, die sage ich jetzt einfach mal, heißt jetzt hier G, unser Scheitel ist da, also kommt da die 0 Zeichen in die 0,90 Linie und wir können dann ablesen. So, und wir sehen hier sind zwei Zahlen, die 40 und die 140. In diesem Fall sehen wir, es sind 40 Grad, denn 140 Grad ist ein wenig übertrieben, denn das ist ein spitzer Winkel, dazu komme ich gleich noch. Also 40 Grad, ich hoffe, das kann man lesen. Unser nächster Kandidat, unser nächster Winkel ist eigentlich genauso wie dir, nur ein bisschen breiter. Ich bestimme wieder meine Grundseite, meinen Scheitel, dass ich mir da sicher bin und sage, ich möchte diesen Winkel messen. Weiß halt noch nicht, wie viel Grad. Und dann lege ich hier einfach mein Geodreieck wieder an, die 0 an den Scheitel und auf die Grundseite. Und dann kann ich ablesen. 50 Grad, man sieht es hier schwer, aber der Winkel ist 50 Grad. Ja, jetzt mal was Schwierigeres. Das ist auch ein Winkel. Ja, wo ist dieser Winkel? Hier. Ja, das ist auch ein Winkel. Und wir sehen, wir legen unser Geodreieck an. Ja, hier gibt es auch keine 90er-Linie, aber wir sehen schon, es sind 180 Grad. Warum? Ja, weil ein ganzer Kreis, wenn wir hier noch den Kreis vervollständigen würden, ist das hier die Hälfte. Also hier ist das eine und hier ist das andere und die zwei zusammen müssen 360 Grad ergeben, wenn man das dann durch zwei teilt, weil das ja diese Gerade direkt durch die Mitte des Kreises geht, haben wir hier 180 Grad. So, jetzt haben wir hier wieder einen Winkel, der ist zwar nicht 180 Grad, aber auch ein bisschen komisch. Und jetzt zeige ich euch, wie wir diesen berechnen. Also, um Verwirrung zu vermeiden, ich meine hier diesen Winkel, nicht diesen. Den kann man auch ausrechnen, aber man rechnet eigentlich immer den kleineren Winkel aus. Und wenn dann doch der andere gesucht ist, muss man einfach subtrahieren von 360. Also diesen Winkel hier. So, wie rechnet man diesen aus? Ich würde diesen Winkel in zwei teilen. Also, wir legen unser Geodreieck hier an. Am Scheitel am besten, ja, am Scheitel von den beiden und machen einen Strich durch, also eine senkrechte durch diese Linie. Jetzt haben wir die in zwei Teile geteilt. Hier wissen wir, das sind 90 Grad, also ein rechter Winkel. Und dann haben wir hier noch einen anderen Winkel, in diesem Fall einen spitzen. So, ich habe dieses Blatt einfach umgedreht. Jetzt sieht es eigentlich aus wie ein ganz normaler Winkel von vorhin. Den rechnen wir dann auch einfach aus. Das sind 45 Grad, also können wir einfach mal addieren. 90 plus 45, weiß jeder, 135 Grad. Das sind weniger als 180, weil ein 180 Grad Winkel geht ja hier noch so weiter. Also eigentlich müsste unsere Schätzung und unsere Rechnung stimmen. So, wir haben jetzt hier wieder einiges an Winkeln und ich möchte euch jetzt zeigen, wie wir die unterscheiden zwischen spitz, stumpf, überstumpf und rechter Winkel. Nicht hilfreich, denn wenn man eine grobe Schätzung will, denn auf dem Geodreieck sind ja auch immer zwei Zahlen, da muss man sich immer zwischen einer entscheiden. Wenn man da eine grobe Schätzung hat, kann man da auch richtig entscheiden und wenn sein Ergebnis, kann man auch gut überprüfen, ob es in der Richtung stimmt. Also wie schon gesagt, haben wir hier einen Winkel, rechter Winkel, 90 Grad, also 90 Grad gleich ein rechter Winkel. Haben wir hier zwei Kandidaten, die sind unter 90 Grad, sehen wir ja, 40 Grad und 50 Grad und das sind spitze Winkel. Also alles, was unter 90 Grad ist, ist spitz. Und der andere natürlich auch. Nachher werde ich es euch nochmal alles auf einem Blatt vortragen. Ja, das ist jetzt ein wunderbarer Winkel. Das ist nämlich auch eine Trennlinie. Sag ich mal, das ist 180 Grad, eine Gerade sozusagen. Und was unter 180 Grad ist, aber über 90 Grad also, ist ein stumpfer Winkel. Etwas kleiner also als dieser.
Hier haben wir also ein Beispiel für einen stumpfen Winkel. Hier haben wir auch einen überstumpfen Winkel, nämlich dieser. Das ist ein überstumpfer Winkel und der ist über 180 Grad. Gleich stumpf. Also hier nochmal eine kleine Auflistung. Was unter 90 Grad ist, ist spitz. Was 90 Grad sind, sind rechtwinklig. Und was über 90 Grad ist, aber unter 180 Grad ist stumpf. Und was über 180 Grad ist, ist überstumpf. Es gibt natürlich nur Winkel bis 360 Grad. Dieser Winkel wäre dann dieser. Also dieser Punkt hier. Ich hoffe, ich hab euch damit ein wenig geholfen und ich freue mich wieder, wenn ihr in einem neuen Mathe-Erklärvideo dabei seid, denn Mathe kann man überall im täglichen Leben gebrauchen. Ja, sogar diese Winkel.